Hä? Oh, stimmt, da waren Lasertürme. Haha, der Gerogon der Vergangenheit hat in die Zukunft gesehen und hat mir geholfen. Das ist gut. Also gib mir. Ja, 500 das Deck. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben schon mehrere Kills. Ja, da oben. Kam Angriff. Oh, und unten werden Türme zerstört und Strommasten. Ja, das ist nicht schön. Ja, wir sind auf dem Weg. Also Doppelmauer hier wichtig. Mehr Lasertürme wichtig. Wie schaut es überhaupt aus? Hä? Oh, ja, hier ist ordentlich kaputt. Strommast da bitte hin. Laser. Ja, Blut müsste inzwischen ein bisschen was da sein, ha? Ja, 120 Blut. Achso, dich. Und unsere erste Laserwand. Dann bitte euch hier hin. Waren eigentlich für den Außenposten gedacht, aber der wurde ja verschoben. Und eigentlich hätte ich sie stehen lassen können, die Mauerstücke. Wir haben bald eine Dreiermauer. Sehe ich jetzt schon kommen. So. Das Artefakte mal einsammeln, wo wir gerade hier draußen sind. Weil bald werden wir auch mit Lila-Tränken arbeiten müssen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das wird wehtun. Aber dass die so schnell Schaden bekommen, ist echt garstig. Die sehen doch irgendwie anders aus, die Viecher. Ich gehe mal ganz kurz in die Nähe von der Basis. Ich will mal nur die Viecher angucken. Ob das jetzt Medium-Splitter sind oder was weiß ich. Könnt ihr mal stehen bleiben? Small-Splitter. Das sind nur Small. Das ist was Rotes. Medium-Biter, ja. Aber noch keine Berserker. Und da sind echt viele... Achso, es ist von meinem einen Angriff noch über. Ja. Es juckt mir echt in den Fingern, die Basis da kaputt zu machen. Mit irgendwie ganz vielen von diesen Reichweiten-Yuki-Türmen hier. Wo immer die waren. Die waren irgendwo oben. Wegen Angriff, aber das machen die Türme schon. Bei Energie sind die bestimmt nicht. Ah, da unten waren sie. Ja, Big Gun Turret. Shooting Speed 10 pro Sekunde. Also genauso schnell wie die anderen, aber halt Range 30. Brauchen aber auch Engines. Und drei von den blauen Unicomp-Dingern. Also die Blöcke. Das sind ja jeweils 9 Pulver. Na, schon hab ich. Achso, und kann es sein, dass wir durch den Drill hier oben jetzt noch mehr da triggern? Kann sein, ne? Okay, ich denke, wir haben erstmal genug Unicom-Zeug. Reiß das hier mal alles ab. Die Lasertürme können wir unten besser gebrauchen. So. Was bist du eigentlich? Rutilit. Huh. Weg. Gates. Bitte so, danke. Und Spielerinventar ist voll. Das ist richtig. So, Gates sind weg. Dann schmeiß doch einfach mal Eisen und Kupfer in die Flächen, wo es hingehört. Nämlich hier, weil hier ist Eisen alle. Eisen. Dann tun wir die angeschlagenen Lasertürme hier oben irgendwo hin. Na doch, hier war die Abdeckung schon überall 1. Naja, da. Lücke. So, ein eingeschlagener Laserturm. Na gut. Da noch hin. So, eine kaputte Mauer hätten wir noch zu vergeben. Wir hätten noch diese Fettmais-Dinger. Hatte ich Akkus gebaut? Ich wollte eigentlich gelbe bauen. Dafür fehlt Stahl. Stimmt, Stahl ist immer noch nicht automatisiert. Also sollte ich mal Kupfer hier abliefern und da unten reinschmeißen?
Na, schmeißen wir hier unten schon mal ein Stack rein. So, um das zu entlasten. Und dann mein Eisen oben abholen und da unten in die Privatschmelzen reinschmeißen. Und dann alles zu Stahl machen. Dip. So. Und ich weiß, dass ich die Kiste gerade voll gemüllt habe, aber das ist schon okay. Das sind noch ein paar andere Kisten. So, und du. Ganz viel Stahl hätte ich ganz gerne. Das ganze Gesteinzeugs raus. Ja, super. Und was hast du für mich? Tin, das ich gerade nicht so wirklich brauche. Zink und Silber, das ich auch nicht brauche. Und Kram. Jetzt tun wir zu dem Kram auch noch diese Mauer hier. Und ein paar Leichen. Okay. Spielercrafting. Bau bitte. Den nächsten Rohrpott braucht nur Stahl. Du kannst schon mal 8 Weak Capacitor und 45 Eisenzahnräder vorbereiten. Ah, ist okay. Vor allem kriegen wir auch immer schön unsere Boni hier. Capacitor, da. 10 Stück davon. Stahl, komm her. Dann hätten wir gleich 2 Roboports. Was nicht wirklich viel ist, aber es ist ein Anfang. Und die würden wir dann hier oben hin tun zu unserer Fabrik, ne? Dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Wobei wir keinen Platz gelassen haben für Roboports. Wie war die Abdeckung von denen auf der ersten Tech-Stufe? Nicht besonders hoch, ne? Ja, doch. Also wenn wir hier so das hinsetzen würden, dann wären die schon mal alle drin, die ganzen Kisten, ne? Ja, wären sie. Das heißt, hier könnten wir überall Fabriken hinmachen und die Roboter könnten hin und her fliegen und das befüttern. You need a better tool to mine this? Was denn? Achso, Kristall ist hier, ja. Okay. So, wir brauchen auch noch blaue Kisten. Ich baue eine blaue Kiste, weil Stahlmangel ist, ja. Ah, die Roboter können wir schon bauen. Unsere ersten Roboter. Mwahaha, tierisch langsam, können nur eine Sache tragen. Aber sie sind schon mal da. Und sie haben auch ein Zuhause. Sie haben Kisten, die sie anfliegen können. Also theoretisch ist es nur eine Frage der Masse. Und nachher der Forschung. Dass sie dann nach und nach mehr können, schneller sind und was weiß ich. Ja, und Robot kann gebaut werden. Sehr gut. Mehr blaue Kisten. Wenn wir das ein bisschen weiter nach links verschieben, könnten wir die Ressourcenkisten da noch mit einbeziehen. Das wäre eine gute Idee, ja. Bau also bitte nicht die Roboter, sondern ein paar mehr davon. Genau. Dann gehen wir nach hier. Da hätte schon gereicht. Ja, das ist jetzt zu viel, das ist okay. Kein Strom, ist okay. Ich mach das komische neue Muster hier schon mal weiter. So. Oben, oben, oben. Und ihr tut das jetzt bitte in rote Kisten. Guck mal, ob 2 Kisten da reichen. Achso, Inventar ist voll. Tu das mal hier rein. So, euch weg. Und ich werde nicht genug Platz haben, um das alles mitzunehmen, oder? Aber es ist ein schönes Zeichen, dass wir nicht genug Platz haben, um die ganzen Ressourcen mitzunehmen. Zack. So. Mach voll, mach voll. Voll, mach voll. Die 2 Kisten machen das jetzt. So, die sind angeschlossen. Das heißt, wir können theoretisch jetzt alles hier versorgen lassen. Das da hinten zum Beispiel. Wir nehmen jetzt hier eine blaue Kiste. Und diese blaue Kiste hätte gerne Kupferplatten. Und zwar 50 Stück. Und jetzt, wo sind meine kleinen Helferlein? Oh Gott! Oh. Ich habe vergessen, wie verdammt langsam die sind.
Wow. Ich kann Kreise um euch laufen. Oh, fu. Juhu. Okay. Okay. Ja. Wir haben jetzt theoretisch keine Leerläufe mehr. Aber es ist irre langsam, wie es produziert wird. Wir bräuchten unendlich viele Roboter mehr. Oder halt die Upgrades. Ja, Upgrades, das Wichtigste wäre dann wohl erstmal, dass sie mehr tragen könnten. Das wären 200 blaue Tränke. Okay, das ist gecancelt. Das macht ihr nicht mehr jetzt sofort. Aus, vorbei. Gib mir die Kiste. So, fliegt nach Hause. Ja. Da. Wir müssen Blautränke hinbekommen, dass die automatisiert werden. Das heißt, wir müssten die von hier unten irgendwo abholen. Wir hatten zwei Roboport gebaut, ne? Irgendwo? Oder habe ich mir das schon wieder eingebildet? Nee, ich wollte einen zweiten Roboport bauen. Okay. Weiße Chips von hier unten nach ganz oben bringen. Gib die mal alle her, mach das da weg. Achso, du kriegst keinen Kupfer. Oh, stimmt. Das müssten wir eigentlich. Oh, was? Warum habe ich da unten einen Roboter hingesetzt? Ich hatte schon einen. Aha. Du da. Komm her. Keine Ahnung, warum ich dich da hingesetzt habe. Ernsthaft. Setz dich. Bist du da? Setz dich erstmal hier hin. Sieht komisch aus, aber ist mir egal. Und genau da hast du keinen Strom. Ja, das ist richtig. Okay, dann halt hier. Da hast du keine Verbindung. Da? Okay. Du hättest jetzt gerne Kupfer. Ähnlich wie da oben auch. Das wird irre lange dauern. Aber du brauchst es nicht ganz so häufig. So. Ja, fliegen jetzt los. Fliegen eine weite Strecke. Das ist eigentlich auch Verschwendung. Aber wie könnte ich hier noch Kupfer reinbekommen? Ist kein Platz. Ich könnte das ganze Ding jetzt rausrupfen und woanders neu aufbauen. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber das ist eine Heidenarbeit. Achso, und du kommst da gar nicht raus. Mist. Okay, tu das da rein. Wow, was meckert ihr da oben? Achso, ihr wollt Sachen zu reparieren haben. Wir haben noch keine von den anderen Robotern. Es tut mir leid. Genau, also wir haben jetzt eine... Die weißen Chips landen jetzt schon mal im System. Das heißt, wir haben unsere erste Systemanzeige da rechts. Wir haben 5100 Kupferplatten, 1500 Eisenplatten und 3 weiße Chips. Plus mein Inventar. Was momentan, glaube ich, größer ist als mein Logistiksystem. Genau. Das heißt, jetzt könnten wir irgendwo eine Fabrik bauen, die die blauen Tränke herstellt. Wenn wir Fabriken hätten. Bau Fabrik. So. Ja, die sollte eigentlich hier in der Nähe sein. Sonst müssen die Roboter zu weit fliegen. Aber setz dich mal dahin. Du würdest jetzt gerne blaue Tränke herstellen. Dafür brauchst du Batterien, Stahl, weiße Chips. Also brauchen wir wieder eine blaue Kiste. So, wir werden das Ganze auch durch Handzugabe vereinfachen. Also wir werden dann selber weiße Chips abholen, die hier reinschmeißen. Wir schmeißen einfach einen ganzen Stack von uns schon mal rein, um das, ne, schnell laufen zu lassen. Hey, grüne Ärmchen wären ein Problem. Also du hättest gerne weiße Chips. Oh Gott, ist das hier viel Zeugs. Da, weiße Chips. 20 Stück. Du hättest gerne grüne Ärmchen. 20 Stück. Du hättest gerne Stahl. 20 Stück. Und Batterien.
20 Stück. So, das werde ich jetzt alles erstmal von Hand hier schon mal reinschmeißen, damit das Ding arbeiten kann. Außer halt grüne Ärmchen. Wir haben nämlich noch keine Fabriken für grüne Ärmchen. Das können wir aber hier ransetzen. Wir setzen jetzt einfach eine Fabrik hier ran. Mit Direktanschluss, damit Roboter nichts machen müssen. Mit grünen Ärmchen. Die brauchen braune Chips und blaue Ärmchen. Also hätte ich jetzt ganz gerne eine Fabrik für blaue Ärmchen. Die grünen Ärmchen kann ich schon mal reinschmeißen. Wieder. So, Fabrik für... Und es regnet schon wieder, das heißt Stromprobleme. So, und braune Chips. Braune Chips kommen jetzt aber bitte wieder aus einer blauen Kiste. Wo wir wieder Stahl brauchen, okay. Ja, das heißt, die nächsten Folgen werde ich mich darum kümmern, dass das Robotersystem theoretisch was zu tun hat. Und dann dafür sorgen, dass wir entweder ganz, ganz, ganz viele Roboter bauen oder ich sehr lange blaue Tränke herstelle. Ich brauche jetzt auch noch eine Ausgangskiste. Ja, aber das bisschen, was jetzt da hergestellt wird, das braucht ewig. Ewig und 3 Tage braucht das. Aber kriegen wir hin. Ist alles auf einem guten Weg. Ich sollte in den nächsten Folgen auch darauf achten, wie es mit dem Smog aussieht. Ob diese 4 Fettmais-Engines überhaupt was bringen. Und wenn ja, ob wir noch mehr davon aufstellen oder nicht. Ja, okay, bis gleich.